Hier ist das Wiener Praterstadion eben mit der üblichen Verspätung im Europacup haben beide Trainer ihre Aufstellungen bekannt gegeben. Die Austria spielt und sie muss heute spielen mit drei Stürmern, nämlich mit Fritz Drazan, Tibor Nilaschi und der andere ist noch Toni Polstersohn. Die Aufstellung Austria, 1 Concilia, 2 Sara, 3 Obermeier, 4 De Giorgi, 5 Madjar, 6 Daxbacher, 7 Polster, 8 Prohaska, 9 Drazan, 10 Nilaschi und 11 Mustedanagic. Austria spielt in den weißen Dressen in der ersten Hälfte von rechts nach links, Tottenham in den hellblauen Dressen. Und die Aufstellung der Engländer schaut so aus: Umstellung im Tor ein neuer Mann, der 35-jährige Ray Clements, dann 2 Stevens, 3 Hutton, 4 Roberts, 5 Miller, 6 Perryman, 7 Ardiles, 8 Archibald, 9 Brasil, 10 Mabat, 11 Galvin und DDR-Schiedsrichter Prokop hat das Spiel angepfiffen. Austria, wie gesagt, in der ersten Hälfte von rechts nach links. Pfiffe begleiten die ersten Aktionen der Engländer. Ist kein Wunder, es hat ja in der letzten Zeit so viele Berichte gegeben über die Ausschreitungen der englischen Fans, die bis jetzt im Wiener Stadion noch keine Rolle spielen. Adolf Prokop, ein klasse Mann als Schiedsrichter, hat übrigens, das sollte ein gutes Omen sein, im Vorjahr das Spiel Barcelona gegen Austria 1:1 geleitet, dort als die Austria aufstieg in das Semifinale des Europacups. Am Ball Madjar. Ganz genau markiert war Toni Polster, daher Freistoß für die Austria nach diesem Foul. Ich schätze, dass an die 20.000 Zuschauer jetzt im Wiener Stadion sind. Das ist der Sektor F, in dem die Tottenham-Fans konzentriert sind. Hier im Stadion, wie gesagt, haben sie sich bis jetzt noch kaum bemerkbar gemacht. Es hat heute in der Wiener Innenstadt und in der Gegend des Westbahnhofs einige Anhaltungen gegeben. Einige Geschäfte wurden beschädigt, einige Fans wurden festgenommen. Nach polizeilicher Angabe waren es 14 Mann, also im Vergleich zu den sonstigen Ausschreitungen mit englischen Fans geradezu ein ruhiger Fußballtag in Wien. Madjar mit der ungewohnten Nummer 5. Mustedanagic. Und Offside. Hier haben wir einen Blick eben geworfen auf den Torhüter-Veteranen Ray Clements. Das ist aber der junge Toni Polster, der erst vor wenigen Tagen 20 Jahre alt wurde. Das ist Ray Clements, ehemaliger Nationaltormann von England. Neben ihm die beiden Innenverteidiger. Besonders von dem baumlangen Graham Roberts haben wir beim ersten Spiel in Tottenham eine Menge erlebt. Sowohl an gutem Fußball als auch an Brutalität. Das war der rechte Verteidiger Gary Stevens, Erich Obermeier. Und auch hier attackieren die englischen Stürmer sofort, um der Austria keine Gelegenheit geben, das Spiel aufzubauen. Und dieser Fehlpass, dieser Pass ins Out war die logische Folge dieses Attackierens der englischen Stürmer. Steve Perryman, der älteste Spieler Tottenhams, abgesehen vom Tormann. Foul an Tibor Nilaschi. Madjar. Wird schwierig sein für die Austria, das richtige Maß zwischen Angriffsgeist und Vorsicht zu finden. Denn wenn die Austria ein Tor einsteckt, dann wird die Aufgabe nicht doppelt, sondern dreifach schwer. Der weite Pass kam von Obermeier. Der Platzsprecher ermahnt eben die Zuschauer, nicht mehr Raketen ins Spielfeld zu
schicken hier mir die Ersatzbank der Austria. Rechts sitzt wohl Ernst Baumeister. Er ist zwar offiziell nominiert als Ersatzspieler, aber auf Anraten des Arztes wird er heute mit einiger Sicherheit nicht spielen können, auch wenn es notwendig wäre. Tottenham spielt im Augenblick wesentlich defensiver als im ersten Spiel in London. Die 2:0-Führung ist an sich beruhigend, wenn man nicht ein schnelles Tor kassiert. Das ist der Stil möglicherweise, auf den wir uns gefasst machen müssen im Verlauf dieses Spieles. Hier in Wien wird natürlich mit einem ganz normalen, bei uns üblichen Ball gespielt, nicht so wie in England mit diesem harten, mit dieser Steinkugel, die den mitteleuropäischen Fußballern so zu schaffen macht. Und der Kopfball kam von Toni Polster. Wird schwer sein, mit hohen Bällen den langen englischen Verteidigern beizukommen. Sie sehen, dass Tormann Ray Clements unzufrieden ist, dass seine Mannschaft für seinen Geschmack zu defensiv spielt. Er hat gewunken, alle nach vorne oder weiter nach vorne. Pass war gedacht für Polster, der links außen spielt, war aber doch viel zu steil. Und war das ein Foul? Die Zuschauer reklamieren Elfmeter, aber Schiedsrichter Prokop winkt ab. Er sagt, kein Foul. Und wieder, immer wieder dieselbe Geste. Weit nach vorne deutet Tormann Ray Clements, der 61-fache englische Internationale. Friedel Consilia. Ball war über der Linie, ja. Einwurf durch Stevens. Und vorne lauern immer diese gefährlichen schottischen Stürmer-Zwillinge, nämlich Steve Archibald und Alan Brazil. Die haben ja auch die beiden Tore zum 2:0 vor 14 Tagen im ersten Spiel an der White Hart Lane geschossen. Unnötige Tore, wie wir uns erinnern können. Aber welches Tor im Fußball ist letztlich schon nötig? Das Ziel der Austria ist es, ein schnelles Tor zu schießen, aber man muss möglicherweise heute auch Geduld haben. Galvin. Hier haben wir die Betreuerbank von Manager Keith Birkinshaw. Und hier sitzt auch Ersatztormann Parks. Das war der 21-jährige Spieler, der beim ersten Spiel in London anstelle von Ray Clements im Tor gestanden war. Erich Obermeier dirigiert die Abwehr jetzt bei diesem Out-Einwurf. Es sind jetzt 7 englische Spieler an den Strafraum der Austria gekommen. Fehlpass von Daxbacher, flanken wollte Ardiles. Ja, man muss sich schon sehr viel bewegen, um der Deckung der Engländer zu entgehen, De Georgi. Madja, erinnern wir uns an sein herrliches Tor in Mailand gegen Inter, das den Aufstieg bedeutet hat. Austria versucht das Spiel schnell zu machen, Obermeier. Pass gedacht für Steve Archibald. Das ist Gary Mabbutt, der englische Nationalspieler Nummer 10, der im ersten Spiel gefehlt hat in Tottenham, weil er verletzt war. Tony Galvin, auch ein neuer Mann. Ich habe Ihnen ja schon eingangs gesagt, dass Manager Birkinshaw das Mittelfeld umgestellt hat an 2 Positionen gegenüber der ersten Begegnung. Hier sehen wir ganz groß die Nummer 11, Tony Galvin, ein irischer Nationalspieler. Friedel Consilia und Herbert Prohaska. Eckball für die Hotspurs.
Das war Brasil. Das sind Eckbälle, wie die Torhüter sie gern haben. Immer wieder Madjar. Das gibt Foulfreistoß für die Austrianer. De Georgi. Gespielt sind rund 10 Minuten in der ersten Hälfte, noch immer 0:0 im Wiener Stadion zwischen Austria und Tottenham Hotspurs. Nein, out für die Austria. De Georgi. Prohaska. Hochinteressant, wie einer englischen Mannschaft in einem Auswärtsspiel sofort jede Angriffslust fehlt. Ardiles. Brasil. Steiler Pass und Offside, sagt zumindest der Linienrichter, und Schiedsrichter Prokop schließt sich an. Robert Sarra. Prohaska. Polster, gut gemacht. Die Austrianer hatten sich in der Sportschule Linderbrunn in Niederösterreich vorbereitet, haben dort auch eine Fernsehaufzeichnung des Spieles Bayern gegen Tottenham gesehen. Da haben die Bayern 1:0 gewonnen, sind aber trotzdem ausgeschieden. Mustafa Nagic ist zu letzter Zeit in großer Form gewesen bei der Austria. Galvin. Ja, man darf da nicht zögern, wenn der Ball kommt. Die Engländer sind sofort da, das haben wir auch schon im ersten Spiel gesehen. Auch dieses Spiel wird vom deutschen Fernsehen übertragen oder zumindest eine kurze Aufzeichnung davon. Das gibt uns einen kleinen Stolz. Früher waren es wir, die wir immer an Leihe genommen haben bei unseren großen Fußballnachbarn, wenn die Österreicher ausgeschieden waren. Diesmal aber ist es umgekehrt. Keine deutsche Mannschaft mehr im Europacup und die Deutschen müssen bei uns sozusagen eine nachbarliche Anleihe nehmen. Immer wieder Galvin, der jetzt links spielt anstelle von Dick, der im ersten Spiel die Nummer 11 trug. Ardiles. Und auch heute ist wieder Mustafa Nagic, der Bewacher von Ardiles, dem argentinischen Nationalspieler. Ja, ganz deutlich haben Sie jetzt gesehen hier bei dieser Attacke an Herbert Prohaska, wie wenig Zeit die Engländer den Austrianern lassen, um den Ball herzurichten oder gar um ihn abzuspielen. Prohaska verfolgt von Stevens. Und was kommt heraus? Ein Fehlpass. Sehr kräfteraubendes Spiel der Engländer. Tottenham ist ja nicht in einer so beneidenswerten Lage wie die Austria in der Meisterschaft zu führen und auch noch im Cup dabei zu sein. Tottenham liegt weit zurück an 10. Stelle und ist auch nicht mehr im Cup. Muss also oder müsste, um die Kosten zu decken, in diesem Bewerb weiterkommen. Und das war die erste Gelegenheit für die Austria. Unsicherheiten in der Abwehr Tottenhams. Nilashi. Und die englische Abwehr ist dann unsicher, das haben wir auch schon im ersten Spiel bemerkt, wenn der Ball flach gespielt wird. Die Domäne der britischen Verteidiger liegt ja im Kopfball, im Duell in der Luft. Ray Clements hat seine große Zeit bei Liverpool erlebt, war dort dreimal Europacup-Sieger, ist dann im Jahre 81 nach London gegangen zu Tottenham. Oh, das war gefährlich. Und das ist auch das 1:0. 1:0 für Tottenham. Torschütze
die Nummer 9, Alan Brazil. 15. Minute. Kalte Dusche für die Austria, die jetzt weiß, dass sie schon 4 Tore schießen muss, um noch in das Semifinale des UEFA Cups aufzusteigen. Noch einmal dieser Treffer. Völlig ungedenkter lange Pass. Allerdings hat aus dieser Position Brazil abseits ausgeschaut. Allerdings konnten wir aus dieser Kameraperspektive nicht sehen. Naja, ich glaube fast, dass es abseits war. Ich glaube fast, dass dieses Tor abseits war. Ja, was soll's, Schiedsrichter Prokop hat entschieden, Tor, Tottenham führt nach einer Viertelstunde 1:0. Alan Brazil hat schon das möglicherweise entscheidende zweite Tor geschossen und hier sehen wir zum ersten Mal die Tottenham-Fans in Aktion. Die Tottenham-Fans sind zu relativ billigen Preisen hier nach Österreich gekommen, mit der Bus, mit dem Flugzeug. Der Club organisiert immer sehr günstige Schlachtenbummlerreisen. Distanziert sich dann aber im entscheidenden Augenblick doch, wenn es drunter und drüber geht, wie so oft, dann von den eigenen Fans. Gesamtstand also nach einer Viertelstunde, Gesamtstand aus 2 Spielen, 3:0 für Tottenham. 4 Tore muss die Austria schießen. Sie können sich zu Hause vorstellen, dass jetzt hier die Stimmung gestorben ist. Die Zuschauer, die eine Viertelstunde lang so hoffnungsfroh waren, und wir alle sind jetzt doch etwas enttäuscht, dass es so gekommen ist, wie man es wirklich nicht erwarten durfte. Archibald, Ardiles. Das ist die Bank Tottenhams. Perryman. Perryman war vor 2 Jahren Englands Fußballer des Jahres, ein Roboter, der mit seinen 32 Jahren mehr läuft als manche andere junge Stars in dieser Mannschaft. Perryman. Foul an De Georgi. Ja, was bleibt der Austria jetzt über? Riskieren muss sie, jetzt muss sie alles riskieren, weil ob man das Match jetzt 0:1 verliert oder 0:2, ist letztlich schon egal. Die Austria muss 4 Tore schießen. Das heißt, sie muss jetzt eigentlich schon zu Beginn von ihrer Marschroute der vorsichtigen Offensive abgehen und jedes Risiko suchen. Das ist Graham Roberts, ein sehr athletischer Spieler, der auch im ersten Spiel mit seinen Mitteln, mit dem Einsatz seiner Mittel nicht wählerisch war. Sie erinnern sich vielleicht, wie er Sarah einmal niedergestoßen hat. Was mag jetzt im Kopf von Trainer Hallamer und Co-Trainer Paritz vorgehen? In der Theorie hat alles so gestimmt, was sie sich in Linda Brunn bei der taktischen Besprechung ausgerechnet haben. Prohaska. Gerade Prohaska wird besonders genau gedeckt. Madjar. Enormer Antritt und kein Tor. Der Ball hat sich verzogen. Hat die Fälschung nach außen gehabt. Zu dumm sowas. Große Möglichkeit, der Austria auszugleichen. In der 18. Minute. István Madjar. Madjar geht vorbei an den Verteidigern, nimmt Maß mit dem linken Fuß und der Ball zieht sich nach außen. Eindeutig, Ray Clemens wäre geschlagen gewesen. Schade, aber aus 99%igen Chancen, von denen haben wir nichts. Es muss ein Tor sein, weiterhin 1:0 für Tottenham. Der Ferschler war von Torschützen Alan Brazil. Sie wissen ja vielleicht, dass die beiden schottischen Stürmer Brazil und Archibald verfeindet sind mit ihrem Manager Keith Birkinshaw. Und es hat beiden große Genugtuung gegeben, dass sie gerade die beiden wichtigen Treffer im ersten Spiel gegen die Austria geschossen haben. Foul an Madjar.
Prohaska. Müsste Eckball geben. Nummer 2 ist Stevens. Terzan. Am Ball der dunkelhäutige linke Verteidiger Juden, der seltsamerweise auch irischer Nationalspieler ist. Adiles. Ja, weite Kopfbälle sind eine sichere Beute für die englische Abwehr. Perryman. Perryman attackiert von Polster. Musst du mir ins Gesicht steigen, scheint der Engländer zu fragen. Aber Schiedsrichter Prokop hat bereits entschieden, Freistoß für Tottenham. Ja, Zeitschinden ist nach den Regeln nicht verboten, wenn man es nur geschickt macht, wie es jetzt Tottenham tut. Musste der Nagic. Daxbacher. Und wenn man die Bälle hoch in den Strafraum schießt, dann kommen sie von einer Gummiwand sofort wieder zurück. Brasil und Archibald lauern immer auf Fehler der Austria-Abwehr. Brasil. Rückpass von Graham Roberts. Einer der vielen Nationalspieler in der Tottenham-Mannschaft. Kelvin. Ja, der kann schon einiges mit dem Ball. Erich Obermeier. Ja, sehr aktiv, muss es auch sein. Perryman. Das war Foul und gelbe Karte. Und zwar faul an De Georgi. Gelbe Karte für Gary Stevens. Wir haben schon in London erlebt vor 14 Tagen, dass die Engländer keineswegs zimperlich sind im Zweikampf.
Ja, den Londonern kann jede Unterbrechung nur recht sein. Sie führen insgesamt mit 3:0 nach dem Tor von Alan Brazil in der 15. Minute und dem 2:0 aus dem ersten Spiel vor 14 Tagen an der White Hart Lane. Jetzt ist auch István Madja nach vorne an die Spitze gegangen, neben den drei Stürmern. An sich ist man diese Spielweise im Europacup in erster Linie von spanischen Mannschaften gewöhnt oder von italienischen, nämlich den Ball zurückzuspielen, dem Gegner keine Gelegenheit zu geben, ins Spiel zu kommen. Aber da haben die Engländer jetzt in den letzten Jahren auch schon einiges dazugelernt. Obermeier. Zu ungenaues Zuspiel, Gelegenheit für Archibald. ...25 Minuten sind im Wiener Stadion gespielt, immer noch 1:0 für Tottenham. Und wer den guten Robert Sarra kennt, der weiß, wie verzweifelt er ist über diesen Rückstand, dass er am liebsten eigenhändig jeden einzelnen seiner Mitspieler nach vorne peitschen würde. Und jetzt in dieser Verzweiflung, dem 0:1 Rückstand nachzulaufen, passieren auch solche Fehler. Foul an Brazil, man erkennt den schottischen Stürmer sehr gut, nicht nur an seiner Klasse als Stürmer, sondern auch an seinem etwas schütteren Haarwuchs. Er ist erst 23 Jahre alt, schaut schon etwas reifer aus, wenn ich so sagen darf. Freistoß für Tottenham. Sie sehen im Hintergrund die Polizisten immer mit dem Gesicht zu den Zuschauertribünen gewandt. Ihre Aufgabe ist es nicht, beim Match zuzuschauen, sondern sofort einzugreifen, falls sich da irgendetwas abspielt. Auch die Tottenham-Fans sind aber bis jetzt noch ganz ruhig gesittet. Aber wir wissen ja aus vielen unglückseligen Erinnerungen, wie was sich hier nach einem Spiel abspielen kann, wenn die englischen Anhänger, Horden muss man schon sagen, durch eine Stadt ziehen. Das ist noch einmal die Betreuerbank der Austria, Linkstrainer Hallermann eben in Paritz. Masseur Schreitl, dann der Arzt, Ernst Baumeister und der zweite Masseur. Und dann geht es weiter mit den anderen Reservespielern, Alfred Trabitz, dem heute Fritz Drazan vorgezogen wurde. De Georgi. Interessanterweise hat uns auf der Betreuerbank der Austria der Verteidiger Zore gefehlt, der auch zu den Reservespielern zählt. Inzwischen Angriff von Tottenham. Archibald. Freistoß für Tottenham, das ist Osvaldo Ardiles. Ja, und das ist Franz Zore, er wärmt auf, darum hat er uns gefehlt. Möglicherweise ist De Georgi so angeschlagen oder muss der Trainer rechnen, dass De Georgi nicht weiter tun kann. Daher wärmt der Abwehrspieler Zore auf. Ardiles, Flachpass für Archibald. Im Augenblick begehen die Austria-Verteidiger hier Flüchtigkeitsfehler oder besser gesagt Nervositätsfehler, die sie normalerweise sicher nicht begehen würden, aber 0:1 im Rückstand, die Zeit läuft davon. Musste der Nagic.
Polster. Sarah. Wieder musste der Nagic. Prohaska. Diesmal konnte man die Abseitsstellung nicht übersehen. Dabei hatten sich die Austrianer vorgenommen bei der taktischen Besprechung, und sie haben mir in den letzten Tagen viel über dieses Spiel gesprochen, nicht mit hohen Bällen gegen die Engländer zu operieren, aber oft vergisst man eben die besten Vorsätze. Ray Clements. Hat den Ball, wie es erlaubt ist, einmal aufgepäppelt. Man kann also mit einigen Tricks, wenn man die Regeln beherrscht, auch das Spiel verzögern. Archibald. Newton. Drazan. Prohaska faul. Freistoß für die Austria, Entfernung vom Strafraum ungefähr 10 Meter. Hier haben wir den argentinischen Nationalspieler Osvaldo Ardiles groß im Bild. Seine große Karriere war ein Jahr unterbrochen durch einen Beinbruch. Man hat kaum geglaubt, dass Ardiles wieder spielen kann. Erst seit rund 4 bis 6 Wochen steht er wieder in der ersten Mannschaft von Tottenham. Aber Freistoß für die Austria. Hoffentlich klappt es jetzt. Hier hat Graham Roberts einen Eckball produziert. Nummer 6 ist Perryman. Wir haben ihn schon kennengelernt bei einigen englischen Cup-Finalspielen. Und Fritz Drazan kann das an sich sehr gut. Dreht den Ball weg vom Tor und überrascht damit fast auch Tormann Ray Clements. Sehr schwer in dieser Situation jetzt den Spielern und den Zuschauern Mut zu machen. Alle wissen ja hier, wie die Zeit abläuft. Es gibt ja hier eine elektrische Anzeigentafel. Es ist knapp mehr als eine halbe Stunde gespielt. Die Fußballer können immer hinaufschauen. Sie können sich also immer über die Zeit orientieren. Madjar. Ja, man muss sich sehr viel bewegen, um dieser genauen Deckung der Engländer zu entgehen. Madjar, Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen, so einfach klingt, so schwer ist es auszuführen. Musste der Nagic und die Zuschauer treiben die Austria jetzt an. Robert Sarah. Geköpfelt hat Tibor Nilasi, dem in seiner langen, großen Karriere als ungarischer Nationalspieler, als Ferencváros-Spieler, als Austria-Spieler noch nie ein Tor gegen eine englische Mannschaft gelungen ist. Eckball für die Austria. Prohaska. Drazan. Mit hohen Flankenbällen sind die englischen Verteidiger und Torleute geeicht. Das erleben sie Woche für Woche in der englischen Meisterschaft. Das ist der linke Verteidiger Newton, der dunkelhäutige irische Nationalspieler. Paul Miller, der zweite Innenverteidiger neben Graham Roberts. Stevens.
Madja sollte routiniert genug sein, um sich hier aus der Verteidigung herauszuspielen. In Zusammenarbeit mit Obermeier und Daxbacher. Ja, das war jetzt wahrscheinlich der sicherste Pass zurück zu Friedel Concilia. Der 37-jährige Robert Sara. Noch 10 Minuten in der ersten Hälfte. Und die vielen hohen Bälle in den gegnerischen Strafraum zeigen, dass die Austria im Augenblick ihrem geplanten Konzept untreu geworden ist. Ardiles. Der dritte von rechts ist Manager Keith Birkinshaw. Sie wissen ja, in England heißt der Trainer Manager. Er hat auch eine etwas größere Funktion als bei uns der Trainer. Sehr gefährlich, Alan Brazil. Wollte auflegen für Galvin, der heute als Linksaußen stürmt, der ursprünglich begonnen hat im Mittelfeld und jetzt immer offensiver wird. Ja, wenn der Austria jetzt vor der Pause nicht der Ausgleich gelingt, es wird sehr schwer sein, in den zweiten 45 Minuten 4 Tore zu erzielen. Vier Tore sind notwendig zur Fußballseligkeit, sprich zum Aufstieg in das Semifinale im UEFA Cup. Polster. Der rechte Verteidiger Gary Stevens benutzt jede Gelegenheit, um nach vorn zu gehen. Archibald. Ardiles gegen De Georgi. Jetzt kommt auch Nilagi dazu. Ja, mit einem 1:0 oder besser gesagt mit einem 3:0 insgesamt im Rücken spielt sich's halt einfach und leicht und locker. Galvin. Prohaska. Zaghaft versuchen einige der rund 20.000 Zuschauer, die Austria jetzt wieder zu unterstützen und sie noch einmal nach vorne zu peitschen. Foul an Nilagi. István Madja, der ja seit einigen Monaten österreichischer Staatsbürger ist, also das Ausländerkontingent der Austria nicht belastet. Unglaublich beweglich, das Alan Brazil, wie er den Ball immer wieder deckt. Nicht ganz sauber immer in seinen Aktionen, aber unglaublich wirkungsvoll. Ja, der Schiedsrichter gibt nichts, scheint die Geste von Tibor Nilagi anzudeuten. War zum ersten Mal eine sehr schöne Flachpassaktion, Doppelpassaktion zwischen Prohaska und Nilagi. Das Ganze knapp vor Schluss, rund 7 Minuten vor Schluss der ersten Hälfte beim Stande von weiterhin 1:0 für Tottenham Hotspurs.
Da hätte der Fritz Drazan jetzt ein Jesse Owens sein müssen, um diesen Langpass von Sarah noch zu bekommen. Aber im Bestreben, das Spiel schnell zu machen und eine Entscheidung doch noch möglicherweise herbeizuführen, werden die Aktionen der Austria ungenau. Eines ist nach diesem Zwischenstand knapp vor der Pause schon sicher, es wird keine Verlängerung geben. Die gäbe es ja nur, falls die Austria nach 90 Minuten mit einem 2:0 dastünde. Also mit demselben Resultat wie im ersten Spiel, und das ist ja nicht mehr möglich. Sehr stark spielt diesmal auch wieder Perryman, die Nummer 6. Perryman war schon im Jahre 1972 dabei, als Tottenham den UEFA Cup zum ersten Mal gewann, damals in einem rein englischen Finale gegen die Wolverhampton Wanderers. Guter Pass von Prohaska für Polster. Und jetzt war Polster drauf und dran, Ray Clemens zu überraschen. Eckball für die Austria. Die Langen kommen mit, wie Tibor Nilaschi. Und wie Toni Polster, Nummer 7, und immer wieder Eckbälle durch Fritz Drazan. Geköpfelt hat Nationalspieler Gary Mabbott. Sarah gegen Ardiles. Noch 4 Minuten in der ersten Hälfte beim Stand von 1:0 für die Engländer. Rund 1800 Schlachtenbummler aus London sind hierher nach Wien gekommen. Und Friedel Konzilia ist sehr vorsichtig gegen die attackierenden englischen Stürmer. Faustet er lieber. Brasil. Stevens. Das war der Schuss von Gary Stevens, der sich am langen Eck vorbeigezogen hat. Ist ganz klar, dass diesem Spiel jetzt zumindest aus unserer, aus der österreichischen Sicht, die Stimmung fehlt. Zu lange führt Tottenham schon 1:0. Die Zeit wird immer enger, in der Austria die notwendigen 4 Tore schießen müsste, nämlich genau 47 Minuten noch. Perryman. De Georgi kann also doch weiterspielen, austauscht oder Ersatz durch Franz Tore ist nicht notwendig. Jetzt im Finish der ersten Hälfte kontrolliert Tottenham das Spiel nach Belieben. Letzte Minute der ersten Hälfte. Madjar
Magyar kann kaum jemanden anspielen, weil die Engländer so nah decken, so eng decken. Und in Zweikämpfen, naja, das wissen wir ja aus anderen Spielen auch, die Engländer gewinnen rund 7 von 10 Zweikämpfen. Prohaska? Die Zuschauer ärgern sich natürlich über die Verzögerungstaktik der Engländer, aber das ist legitim. Wer tut das nicht im Fußball? Adiles. Halbzeit also 1:0 für die Engländer und hoffentlich lassen sich die Austrianer irgendwas in der Pause einfallen. Wir werden es ja sehen, wenn die zweite Hälfte wieder beginnt. Jawohl, ich glaube, da das Abseits war. Nichts umgestellt, ne? Keine Umstellung und in der Pause. Austria spielt jetzt in der zweiten Hälfte von links nach rechts. Madjar. Kleine Hoffnung könnten wir fassen, wenn der Austria jetzt ganz rasch ein Tor gelänge zum Ausgleich. In diesem Spiel zumindest insgesamt steht es ja 3:0 für die Engländer. Und wie schon in der ersten Hälfte, Ray Clemens lässt sich Zeit, er hat ja auch genug Zeit. Dreht's an. Polster. Austria nach wie vor mit 3 Stürmern auch in der zweiten Hälfte. Ja, es ist eben ein Unterschied, ob man in der heimischen Meisterschaft Zeit hat, sich den Ball herzurichten, den Pass zu machen, oder ob man auf einen Gegner trifft, der sofort attackiert. Hier haben wir im Hintergrund auch den Sektor F, in dem die englischen Fans untergebracht sind. Es ist sogar eine Art Alu-Käfig errichtet worden. Ist ein bisschen menschenunwürdig, so ein Käfig, aber oft benehmen sich auch die englischen Fußballfans unwürdig. Man musste irgendeine Lösung finden, um die anderen Zuschauer nicht belästigen zu lassen durch diese Rowdies. Hier sehen Sie genau diese Käfige, die 2 Tage vor diesem Spiel errichtet wurden. Aber bisher verhalten die englischen Fans sich ganz ruhig. Jetzt sehen wir den linken Verteidiger mal in der Nähe bei uns, das ist Hughton. Archibald. Ardiles. Ja, im Grunde hätte da, das ist kein Irrtum, das ist ein zweiter Ball, der jetzt während die Austria angriff hier im Feld gelegen ist. Im Grunde hätte der Schiedsrichter unterbrechen müssen, hat es wahrscheinlich nicht gesehen, genauso wenig wie seine Linienrichter. So, jetzt ist der Ball draußen und das Spiel kann auf der anderen Seite weitergehen.
Fredel Consilia kaum beschäftigt und trotzdem liegt seine Mannschaft mit 0:1 im Rückstand. Es hat in der Pause heftige Diskussionen gegeben, war dieser Führungstreffer von Tottenham abseits? Der ganzen Stimmung im Wiener Stadion hat es nicht gut getan, dass das Spiel so schnell entschieden war, oder besser gesagt, dass die Gesamtentscheidung vermutlich so schnell gefallen ist. Musste dann Agic. Und da haben die Engländer uns jetzt den Gefallen gemacht, im genauesten war es Berryman, da hier noch einen Eckball zu produzieren aus einer an sich unnötigen Situation. Corner also für die Austria haben wir Ray Clemens, dann am kurzen Eck Steve Berryman und wie immer tritt die Cornerbälle Fritz Draz an. Tibor Nilaschi Nummer 10, 7 Toni Polster. Bisschen schlampert war dieser Eckball. Musste dann Agic. Daxbacher. Und mit einer Selbstverleugnung sondergleichen werfen die Engländer sich da ins Getümmel. Inzwischen haben wir auch die genauen Zuschauerzahlen bekommen. 21.000 hoffen bis jetzt vergeblich auf ein Fußballwunder im Wiener Stadion. Tottenham führt 1:0. Meppert. Foulfreistoß für Tottenham. Hier liegt aber der Verletzte, der Georgi, der schon in der ersten Hälfte angeschlagen war. Der Georgi ist an sich ein sehr harter Spieler, der auch immer weiter tut, wenn ein anderer vielleicht schon sich gerne austauschen lassen würde. Das Spiel geht aber weiter mit Freistoß für Tottenham. Fredel Consilia wollte ja ursprünglich nach dem ersten Spiel seine Karriere als Tormann beenden, aber er ist ein sehr impulsiver Spieler und hat sich vor wenigen Tagen entschlossen, doch noch weiter zu tun, sowohl in der Nationalmannschaft, wenn er aufgestellt wird, als auch bei der Austria. Juten. Das schnelle Tor Tottenhams hat das Konzept Austrias völlig über den Haufen werfen lassen. Musste der Nagic. Eckball für die Austria. Alle kommen mit Ausnahme von Erich Obermeier. Und De Georgi sind jetzt alle Spieler mitgekommen, Fritz Drazan.
Ardiles. Diesem Spiel fehlt im Augenblick jeder Schwung und auch jedes Tempo. Tottenham bremst das Spiel und die Austria findet nicht zu ihrer Linie. Eine entscheidende Rolle spielt sicherlich auch die körperliche Überlegenheit der Briten. Zwar hat die Austria jetzt auch schon im Vergleich zum ersten Spiel zwei Meisterschaftsspiele in den Beinen, aber es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob man mitten in einer kräfteraubenden und auch kräftefördernden Meisterschaft steht wie Tottenham oder ob man bei uns erst ganz zu Beginn der Saison ans Werk geht. Die Austrianer wurden jetzt sogar zum Rückpass an den eigenen Tormann gezwungen. Sie sehen an dieser Handbewegung von Daxbacher, wen soll ich anspielen? Jeder ist gedeckt und dann macht man eben das einfachste, Pass zurück zum Tormann, der unbehindert ausschießen kann. Kopfbälle gehen alle an die Engländer oder fast alle. Robert Sarr, jetzt brauchte die Austria einen Spieler, der ein bisschen ein Konzept, eine Linie zurückbringt. Aber der ganze Karren ist einmal verfahren seit diesem schnellen Tor der Engländer in der 15. Minute. Tottenham führt nach wie vor 1:0, insgesamt also 3:0. Und wir haben jetzt in der zweiten Hälfte 10 Minuten gespielt. Mustafa versucht immer rechts durchzubrechen. Sie sehen es ganz deutlich, und im Augenblick, wo ein Austrianer einen Pass machen will, ist schon eines der vielen Beine eines englischen Spielers dort, oder der englischen Spieler dort. Fast jeder hohe Ball in den Strafraum ist verloren. Es ist ein Ballfriedhof sozusagen, wenn man den Ball hoch hineinjagt in den englischen Strafraum. Austria bringt einen neuen Stürmer, Alfred Trabitz, Nummer 14. Vermutlich wird er anstelle von Drazan ins Spiel genommen werden. Beide spielen ja rechts außen. Roberts. Die Engländer wissen, dass nicht mehr viel schief gehen kann. Nach 10 Minuten, nach 11 Minuten der zweiten Hälfte steht es insgesamt 3:0. Sarr. Ist leider eine verkorkste Angelegenheit, dieses Match im Wiener Stadion. Die Austrianer hatten sich so bemüht, durch sehr viel Reklam Zuschauer herunterzubringen, um sozusagen noch einen 12. Mann im Publikum zu haben. 20.000 Zuschauer haben den Appellen Folge geleistet. Aber wir haben sie alle selbst miterlebt, was sich so rasch nach Beginn dieses Spiels abgespielt hat. Und für die Austria-Funktionäre oben auf der Ehrentribüne stellt sich wieder die Frage, bestimmt jetzt schon in diesem Zeitpunkt, soll man fürs nächste Jahr wieder investieren? Soll man versuchen, neue Spieler zu kaufen, um noch einmal einen Anlauf zu nehmen im Europacup? Sie wissen ja, dass die Austria in den letzten Jahren recht erfolgreich war, im Vorjahr im Semifinale. Und dann in den späten 70er Jahren gab es ja die größten Erfolge damals mit dem Einzug ins Endspiel des Cupsiegerbewerbs im Jahre 1978. Tottenham kann wirklich hier ein Durchschnittspensum abspielen, ohne in Verlegenheit zu geraten. Und
und zum ersten Mal rührt sich auch ein bisschen etwas hier auf den Tribünen. Inzwischen gab es ein Foul von Juten, glaube ich, an Herbert Prohaska. Ein Schiedsrichter muss speziell in einem Europacup-Spiel schon sehr aufmerksam sein, um jedes kleine Foul mitzubekommen. Ardiles reklamiert. Und Herbert Prohaska zeigt Schiedsrichter Brocco, wie er verletzt ist. Wir sehen es hier nicht aus dieser Kameraperspektive. Hier sind die englischen Fans untergebracht. Sie haben sogar eigene Ordner hierher mitgebracht nach Wien. Eine Art freiwillige Selbstkontrolle ist im Fußball eigentlich etwas Außergewöhnliches. Und offenbar ist auch den Tottenhams schon etwas langweilig geworden, oben, dass sie ein bisschen zu randalieren beginnen. Inzwischen aber Freistoß für die Austria. Nummer 9, Fritz Drazan. War der Ball schon über der Linie? Ja, und damit müsste es Eckball geben für die Austria. Was ich vermisse, das sind Schüsse. Schüsse waren bisher überhaupt in der ersten Stunde dieses Spieles Mangelware. Austria hat erst einen Schuss abgefeuert. Wenn man ein Match gewinnen will, ist das doch herzlich wenig. Drazan. Der Platzsprecher hat gerade die Zuschauer gebeten, im Sektor F keine Zwischenfälle zu provozieren. Aber ich glaube, die englischen Fans werden diese deutschsprachige Aufforderung kaum verstanden haben und werden sich vor allem kaum abhalten lassen, wenn sie etwas anzetteln wollen. Galwin. Prohaska gegen Meppert, zwei Nationalspieler, englischer Nationalspieler, österreichischer Nationalspieler. Foul an Prohaska. Jetzt kommt Alfred Drabitz. Für Fritz Drazan, wie es zu erwarten war. Drazan ist bisher aber wie die meisten Spieler eigentlich alles schuldig geblieben. Trainer Hallermann hatte sich gestern erst entschieden, Drabitz nicht einzusetzen und Drazan spielen zu lassen. Aber Drazan oder Drabitz, das ist eine ewige Entscheidung, die der Trainer fast jede Woche zu fällen hat. Und eine befriedigende Lösung hat er bis jetzt noch kaum gefunden. Madjar, Mustetanagic, einer der stärkeren Spieler, wenn ich so ausdrücken darf, der Austria, weil er sich sehr viel bewegt und viel läuft. Robert Zara. Austria ist bis jetzt in beiden Spielen gegen Tottenham noch kein Tor gelungen. Sehr gut von Drabitz und wieder gefoult. Hätte vielleicht etwas früher schießen müssen. Drabitz Nilaschi und was ist jetzt? Jetzt gibt es Elfmeter, ja. Drabitz zu Nilaschi und Elfmeter für die Austria. Wann das Ganze in der 14. Minute der zweiten Hälfte. Lassen Sie mich korrigieren. 17. Minute, wir haben schon etwas mehr gespielt als eine. Ja, und die Nummer 4 und 5 nehmen da den langen Nilaschi in die Zwicke.
und es gibt ganz klar Elfmeter für die Austria. Und Tor. Jawohl. Herbert Prohaska gleicht aus zum 1:1 in der 63. Minute. Ja, und was bedeutet jetzt dieser Ausgleich? Heißt das, dass die Austria noch einmal die Kraft hat und die Nerven, dieses Spiel umzudrehen? Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer jetzt alle erlaubten und unerlaubten Mätzchen des Fußballs probieren werden, um den Gegner das Spiel nicht in den Griff bekommen zu lassen. Ja, der Trainer hat eine glückliche Hand bewiesen, denn Fritz Drabitz war beteiligt an beiden Aktionen. Zuerst an der Aktion, in der er selbst gefault wurde. Ich glaube, er wurde gefault. Und dann auch eine Minute später an der Aktion, die zum Foul an Nilasche geführt hat. Da kam auch der Passball nach einem Dribbling von Alfred Drabitz. Jetzt wird man lange hin und her diskutieren, wäre es vernünftiger gewesen, den Drabitz von Beginn an einzusetzen, aber ich glaube, darüber kann man wirklich kein Urteil abgeben. Die ganze Mannschaft war durch das schnelle Tor so außer Tritt geraten. Das war der dritte Schuss von Tottenham auf das Tor Friedel Consilias. Allein aus dieser Statistik kann man entnehmen, dass dieses Match nicht sehr abwechslungsreich verläuft. Und hier noch einmal der hervorragend geschossene Elfmeter von Herbert Prohaska, der Tormann Ray Clemens, den erfahrenen 35-jährigen Ray Clemens, auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt herrscht auf einmal Europacup-Stimmung hier im Wiener Stadion, was wir mehr als eine Stunde lang vermisst haben. Und diese Stimmung darf jetzt in den Schlussminuten, oder besser gesagt in den letzten 25 Minuten, nicht abreißen. Foul an Alan Brazil. Archibald. Und es sieht so aus, als würden die Engländer jetzt noch einen Zahn zulegen. Als würden sie sich nicht verlassen, mit 1:1 und dem Aufstieg nach Hause fahren zu können. Newton. Archibald war offside, Freistoß für die Austria. Wie lange haben wir noch zu spielen? Noch fast 25 Minuten. 1:1 im Wiener Stadion. De Georgi. Und auf einmal bewegen sich auch die Austrianer mehr, halten den Ball am Boden. Flachpassspiel, das ist ja das Rezept, wie man die Engländer am ehesten noch biegen kann. Ja, da hat der raffinierte Ardiles den Fuß aufgestellt, wie man in der Fußballersprache sagt. Sarah. Jetzt müsste die Austria bei ihrem Rezept bleiben, so wie sie jetzt einige Male die Tottenham-Abwehr ins Wanken gebracht hat. Kurzpassspiel, Flachpassspiel. Auf keinen Fall sich begeben auf das Hoheitsgebiet der Engländer sozusagen, nämlich in das Kopfballspiel. Und sogar, ich habe es gerade gesehen, der eine oder andere Polizist, der eigentlich die Aufgabe hätte, da hinaufzuschauen zu den englischen Anhängern, hat jetzt rasch einen Blick nach
auf die andere Seite riskiert, um beim Match zuzuschauen. Man kann es ihm nicht verübeln. Galvin. Foul von Robert Sarra. Eine Abteilung der rund 800 Polizisten hier drüben im Sektor F. Im Augenblick hat es aber eher so ausgesehen, als hätten die Austrianer einen Wirbel gemacht und nicht die Engländer. Und kurz entschlossen wird da jeder Randalierer abgeführt. Ich habe es gerade gesagt, rund 800 uniformierte Polizisten und 60 Mann in Zivil beschäftigen sich schon seit heute oder seit gestern Abend mit den Engländern, die etwas fassungslos da jetzt zugeschaut haben, wie es gegen die Austria-Anhänger losgegangen ist. Tottenham steht weiter auf der Tempobremse, verzögert bei jeder Gelegenheit. Es ist allein, ich habe es schon einmal gesagt, die körperliche Überlegenheit der Londoner, die ihnen alle Chancen in diesem Spiel gibt. Tottenham muss nicht brillieren. Wer darunter leidet, das sind, neben den Austrianern, denen wir doch so einen Aufstieg gegönnt hätten, sind es die Zuschauer, die mit so großen Hoffnungen hier in den Prater gekommen waren. Madiar. ...20 Minuten vor Schluss beim Stand von 1:1, Eckball für die Austria. Trabitz hat die Aufgabe seines Vorgängers von Fritz Trabzahn übernommen, nämlich die Eckbälle zu treten. So, endlich einmal ein Schuss, auf den warten wir doch schon so sehr, Prohaska. Und immer wird noch abgespielt am Strafraum. Ich glaube, der Harry Clemens im Tottenham-Tor, der hätte sich auch nicht erwartet, heute so einen relativ ruhigen Abend im Wiener Prater zu verbringen. Etwas mehr Schüsse, meine Herren. Ardiles, Stevens. War das nur ein Strohfeuer der Austria, der Ausgleich? Im Augenblick sieht es so aus, als hätte dieses Feuer der Begeisterung nicht alle Spieler fast bei diesem Ausgleich, der doch noch eine ganz kleine Chance eröffnet hat, die Runde zu überstehen. Freistoß für Tottenham, nein, für die Austria natürlich. Das ist Josef De Giorgi und neben ihm Alan Brazil. Immer wieder versucht Robert Sarra den langen Wechselpass über 40 Meter nach links. Die Austrianer können nur dort unbehelligt spielen, wo sie noch nicht attackiert werden, nämlich am eigenen Strafraum. Madjar gegen Miller. Und Mebot war das, der hier mit dem Kopf ausgeputzt hat sozusagen. Prohaska, Trabitz, kann die kurzen Haken am Strafraum, kann auch schießen. Nilaschi, und der Ball springt ihm weg, aber der Linienrichter hat auch die Fahne oben gehabt, offside. Im Augenblick bleibt Tibor
Nilaji seiner Tradition treu noch nie gegen eine englische Abwehr ein Tor geschossen zu haben. Er hat immerhin den Ausgleichstreffer vorbereitet durch das Foul, das an ihm verübt wurde. Der Pass war gedacht für Trabit. Jutten. Das ist Toni Polster, neben ihm Galvin. Alfred Trabit hat noch die volle Kraft und Kondition, er ist ja jetzt erst vor kurzem ins Spiel gekommen, kann daher noch jeden Sprint mitmachen. Jutten, der linke Verteidiger. Galvin. Die meisten Fotografen lauern hinter dem Tor der Austria. Das ist Toni Galvin. Tottenham hat ja einen riesigen Kader von Berufsfußballern, nämlich insgesamt 36 gespielt im Großen und Ganzen. Keine besondere Rolle, wenn einige Stammspieler ausfallen. Alan Brazil und Friedel Consilia. Tottenham hat einige Nationalspieler, schottische, irische, auf der Reservebank. Wie gesagt, 36 Berufsfußballer. Da kann ein Trainer schon wirklich auswählen. Die Vereinskonstruktion von Tottenham ist ganz eigenartig. Im vorigen Jahr gab es eine riesige Pleite, Verschuldung des Clubs durch einen Tribünenbau und so weiter und so weiter. Und dann hat man sich entschlossen, Aktien aufzulegen. Ich habe es Ihnen schon gesagt beim ersten Spiel, und das war ein Riesenerfolg, diese Idee. Es gibt eine Menge Aktionäre, die bereit waren, die Aktie Tottenham, die Aktie Fußball zu kaufen. Heute ist Tottenham ein wohlhabender Club. Und das immerhin in einer Stadt, in der es 9 Profimannschaften, Profivereine der ersten und zweiten Division gibt. Foul von Ardiles. Das ist uns schon im ersten Spiel aufgefallen, dass der Ardiles nicht nur ein glänzender Fußballer ist, sondern auch alle Mätzchen beherrscht. Sarah. Die letzte Viertelstunde beginnt beim Stande von 1:1. Trabitz geht in den Strafraum vorbei an. Jutten geht sich das aus. Nein, aber Eckball für die Austria. Ganz rechts Tormann, Ersatztormann Wohlfahrt. Neben ihm Franz Zore, 2 Kärntner auf der Ersatzbank der Austria. Trabitz. Ja, das haben wir so vermisst. Schüsse, Schüsse und Schüsse. Madjar. Prohaska, Sarah, Ball kommt nicht, aber es wird doch noch ein Corner. Ich kann mir vorstellen, dass der älteste Spieler der Austria auch der ist, der sich am meisten ärgert über diesen Zwischenstand jetzt. Es ist kein Zufall, dass Friedel Consilia und Robert Sarah und Herbert Prohaska, die älteren Routiniers, sich auch am meisten ärgern können, wenn es nicht läuft. Prohaska. Erich Obermeier und noch ein Eckball.
zuletzt gegen St. Veit in der Meisterschaft hatte Obermeier, lieber Obermeier, die Offensive geübt. Aber es hat einen Unterschied, ob man gegen St. Veit oder gegen Tottenham spielt. Man hat zumindest den Eindruck, als hätte sich die Kondition der Austria gegenüber dem ersten Spiel gebessert. Es liegen, wie gesagt, auch zwei Meisterschaftsspiele dazwischen und es gibt natürlich Foulfreistoß für die Austria nach dem Foul an Polster. Wenn es schon nicht beschieden ist, dass die Austria das Semifinale im UEFA Cup erreicht, dann wäre es doch wirklich schön, würde sie sich heute mit einem Sieg über Tottenham verabschieden. Polster. Sarah gegen Brasil. Und Clemens hat den Ball jetzt gegen Trabitz aus den Händen verloren. Clemens ist im Augenblick an sich nicht der Stammtormann von Tottenham. Er wurde vor ein, zwei Monaten vom rund 17 Jahre jüngeren Tony Parks verdrängt. Aber Parks ist verletzt. Daher erhält Clemens jetzt wieder eine Chance in der ersten Mannschaft. Aber Sie wissen ja selbst, ältere oder alte Torleute, das gibt es auf der ganzen Fußballwelt. Da kommt diese ganze Erfahrung zugute, wie bei Concilia, wie bei Dino Zoff und wie bei Clemens. Stevens. Ja, spielend hat er jetzt mit einem Haken die beiden Austrianer ausgeschaltet. Pass für Archibald. Jetzt ist die Austria-Abwehr aufmerksam, aber leider wahrscheinlich zu spät, 10 Minuten vor Schluss. Enorm schwer wird es sein oder würde es sein, in 10 Minuten noch 3 Tore zu schießen. Im Fußball war zwar schon alles möglich, aber wirklich schade, dass die Austria die letzte Möglichkeit nicht ausgenutzt hat, nämlich nach dem Ausgleich aufzudrehen. Die Engländer wechseln also auch. Es kommt der Stürmer Mark Falco, ein hochtalentierter Stürmer, der auch lange verletzt war. Er hat zu diesem großen Kreis der Profis gezählt, von dem ich schon gesprochen habe. Einer der 36 Profis von Tottenham. Mag sein, dass der Austausch auch taktische Gründe hat, glaube ich immer weniger, weil die Engländer haben das Spiel vom Gesamtherstand, vom Aufstieg her, ganz sicher in der Hand. Polster. Mark Falco kommt für Alan Brazil, den Schützen des 1-0 für Tottenham. Zweifacher Torschütze gegen die Austria, hat das zweite Tor geschossen, auch in Tottenham. Hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Hotspurs mit, ich glaube man kann schon sagen, 99%iger Sicherheit das Semifinale im UEFA Cup erreicht. Das ist Falco, Mark Falco. Und hier hat sich jetzt Ray Clemens überraschen lassen, wurde attackiert von Nilashi. Leider ist Tibor Nilashi, dem wir so viel zu verdanken hatten in den Europacup-Spielen gegen Inter, gegen Tottenham, ebenso viel schuldig geblieben, wie er damals geleistet hat. Ein großer Grund mag darin gelegen sein, dass er wegen seines Zehnbruchs die Vorbereitung nicht mitmachen konnte und daher einfach nicht zu seiner Form findet. Und einen Stürmer vorzugeben, das ist halt jammerschade, gerade gegen so einen Gegner von der Routine Tottenhams. So, wie lang geht dieses Spiel noch? Wir haben jetzt in der zweiten Hälfte 37 Minuten gespielt, also 8 Minuten noch. Ja, und das ist der Führungstreffer, der zweite Führungstreffer, Osvaldo Ardiles, nach diesem Abwehrfehler.
Damit ist die endgültige Entscheidung gefallen, sollte es überhaupt noch einer Entscheidung bedurft haben. 7 Minuten für Schluss. Osvaldo Ardiles hat ganz kaltblütig diesen Fehler ausgenutzt, sofort geschossen, als die Austrianer den Ball nicht weggebracht haben. Schießt sofort und erwischt das Kurzeck, das zwar von De Giorgi gedeckt war. Hier noch einmal der Eckball von Stevens. Ich glaube, es ist Polster, der den Ball nicht erwischt. Und Adile sofort mit dem rechten Fuß ganz klug, er sieht, wo der Tormann ist und hebt den Ball, das kann nur ein Fußballer mit sehr viel Gefühl, den Ball über De Giorgi unter die Latte des kurzen Ecks. 2:1 also für Tottenham, es soll nicht einmal ein schöner Abschied werden. Wir haben doch alle gehofft, dass der Austria wenigstens gewinnen würde. 2 Niederlagen gegen Tottenham, das ist eine deutliche Sprache. 0:2 in an der White Hart Lane vor 14 Tagen und heute steht es 2:1 für die Londoner. Die Auswärtsstärke von Tottenham hat schon Feyenoord in der zweiten UEFA Cup Runde auskosten müssen sozusagen. Da haben die Londoner auch auswärts sogar mit 2:0 gewonnen. Also auch eine routinierte Mannschaft wie Feyenoord hat sich von Tottenham zu Hause kalt überraschen lassen. Aber wir haben ja alle heute miterlebt, dass dieses Match in Wirklichkeit schon frühzeitig entschieden war, nämlich nach 15 Minuten durch das Tor von Alan Brazil. Polster, noch einer der besten Spieler der Austria heute, ebenso wie Mustafa Nagic, wie Madiar. Das ist der enttäuschte Trainer der Wiener, Wenzel Hallamer. Hat einige Male Tottenham beobachtet in London, hat geglaubt, das richtige Rezept gefunden zu haben. Aber wir wissen es ja alle, gerade im Fußball, Theorie und Praxis, das liegt so weit auseinander in Wirklichkeit. Freistoß für die Austria. Offiziell hätten die Austrianer rund 35.000 Schilling Aufstiegsprämie bekommen für den Einzug in das Semifinale. Inoffiziell soll es sogar ein bisschen mehr gewesen sein. Aber in keinem Fall wird was draus. Meppert. Adiles. Juten. Der linke Verteidiger taucht da am rechten Spitz auf. So, lassen Sie mich ja noch einmal auf die Uhr schauen. Noch 4 Minuten im Wiener Praterstadion. Die Polizisten hier auf der Tatanbahn machen sich schon vertraut mit dem Gedanken jetzt, dass für sie noch eine dritte Halbzeit kommt, dass sie sich um die Tottenham-Fans kümmern müssen. In englischer Sprache werden die Tottenham-Fans gerade darüber informiert, wo ihre Busse stehen. Man will mit möglichst in geordneten Bahnen auch die Abreise der Tottenham-Fans. Ja, Tor! 2:2. Und damit ist Tibor Nilashi endlich einmal untreu geworden seiner Tradition. Sein erstes Tor gegen eine englische Mannschaft. Ebenso wie Tottenham kürzlich auf der anderen Seite ausgenutzt hat, den Abwehrfehler der Austria. So, hier noch einmal. Der Kopfball von Drabic in den leeren Raum. Nilashi sprintet hin. Ja, und es ist doch Nilashi. Zuerst haben wir geglaubt, es hätte vielleicht ein Eigentor sein können von Roberts, aber wir haben jetzt deutlich gesehen, dass Nilashi den Ball am Tormann vorbei ins Tor gehoben hat. Es steht 2:2.
Inzwischen haben die Engländer ausgetauscht, und zwar kam der dunkelhäutige Verteidiger Thomas jetzt ins Spiel, und zwar für wen? Für Innenverteidiger Roberts. Noch 2 Minuten im Wiener Praterstadion, 2:2. Die Torschützen in diesem Spiel waren nach der Torfolge zuerst in der 15. Minute Alan Brazil 1:0 für Tottenham, dann der Elfmeter durch Prohaska, der Ausgleich in der 63. Minute zum 1:1, das ist Rabitz. Günstige Position, aber Nilaschi und an den Pfosten. Darf das wahr sein? Darf das wahr sein? Wäre doch zu schön gewesen. Lassen Sie mich rasch die... Nein, schauen wir uns zuerst die Wiederholung an. Trabitz, der viel frischen Wind in das Spiel gebracht hat, sieht Nilaschi, Kopfball, erwischt den Tormann auf dem falschen Fuß und noch mit dem Reflex hat dieser alte Fuchs Ray Clemens den Ball hinausgeboxt. 1:1 war also Herbert Prohaska, dann 2:1 das Tor war Adiles und gerade der Ausgleich, den wir noch in bester Erinnerung haben, durch Tibor Nilaschi zum 2:2. Die Austria hat damit in den Spielen im UEFA Cup eine einzige Niederlage erlitten, und zwar im ersten Spiel gegen Tottenham das 0:2, das ja schließlich auch den Grundstein legte zum Ausscheiden. Immerhin hat Austria auf dem Weg unter die besten 8 dieses attraktiven Fußballbewerbs einige dicke Brocken aus dem Weg geräumt. In der ersten Runde war es noch Bonnevec gewesen aus Luxemburg mit 5:0, 10:0, dann Laval 2:0, 3:3, die Mannschaft aus Frankreich, dann Inter Mailand 2:1, 1:1, das war sicherlich der größte Prestigeerfolg der Wiener, und jetzt Endstation gegen die Tottenham Hotspurs mit 0:2 in London. Und dem 2:2, wenn sich in der letzten Minute nichts ändert, gegen die Londoner Mannschaft im Wiener Stadion. Robert Sarr, der Kapitän. Ja, ich habe den Eindruck, wenn die Austrianer heute ein bisschen mehr geschossen hätten, da wäre auch Ray Clemens zu erwischen gewesen. Schlusspfiff, die Londoner jubeln. Etwas enttäuscht verlassen die Austrianer das Spielfeld. Endstand 2:2. Austria ist ausgeschieden, hat uns etwas enttäuscht, aber mit dem Resultat doch noch einen halbwegs anständigen Abgang gefunden. Liebe Fußballfreunde, auf Wiederschauen aus dem Wiener Praterstadion.